What's up, people? These are our GMT topics to the CrossFit Open Workout 22.2. If you need to see our cues in English, just hop right after the German online call we held with our athletes. Ja, hallo miteinander. Zweite Woche, zweites Geschehen. Wir freuen uns sehr, dass ihr euch wiederum bei uns eingeschaltet habt. Es gibt auch hier wiederum eigentlich aus unserer Sicht drei wichtige Punkte, die wir jetzt kurz ansprechen möchten. 22.2 sieht folgendermaßen aus. Couplet, wir haben die Deadlifts und die Bar-Facing Burpees. Aufsteigen von 1 bis 10 und dann absteigen wieder von 10 bis 1. Macht eine totale Wiederholungsanzahl von je 100 Wiederholungen. 100 Wiederholungen sind sehr viel, vor allem mit der Timecap von 10 Minuten. Weshalb wird es ungemütlich werden? Weil es eine extrem große Anforderung an die sogenannte Hip-Hinge-Bewegung ist, also an die Hüftbeugung, Hüftstreckung aktiv. Das heißt, dass der Hüftbeuger hier eigentlich in seinem Stehvermögen getestet wird. Und unser erster Punkt hier ist, heute müssen wir oder morgen, wenn ihr es macht, extrem viel Zeit ins Aufwärmen investieren, dass ihr da wirklich gut aktiviert reingeht und dass ihr vor allem sehr gut mobilisiert seid in der vorderen Kette, dass der Hüftbeuger wirklich schön offen ist. Der zweite Punkt ist so, dass ihr gesehen habt, dass der Burpee-Standard geändert hat. Da wäre es vielleicht hilfreich, wenn ihr euch im Aufwärmen ein bisschen damit herumspielt. Normalerweise muss man ja mit beiden Füßen rüberspringen. Jetzt haben sie den Standard so geändert, dass es ein Sprung sein muss, aber das kann auch von einem Fuß sein. Passt einfach auf, dass es nicht so ein Alibi-Hüpfen ist, also dass man da über die Stange quasi schreitet. Das wäre nämlich verboten. Aber dass ihr da vielleicht im Warm-up wirklich einmal 5, vielleicht sogar 10 Minuten mit dieser Technik rumspielt, das macht schon einen Unterschied, ob ich mit beiden Füßen springe oder ob ich abwechselnd immer links springe und dann bei der nächsten Wiederholung rechts springe. Der dritte und letzte Punkt wiederum, letzte Woche war auch eigentlich alles darauf ausgelegt, dass ihr euch so gut wie möglich paced. Auch hier geht es ums Pacing. 10 Minuten sind sehr, sehr lang, vor allem wenn es zwei so neue Bewegungen sind, wie jetzt eben diese Deadlift- und Burpee-Bewegung, wo die Hüfte aktiv gebeugt und gestreckt wird. Also geht da langsamer rein, als ihr effektiv möchtet. So here are our three main cues that you're gonna rock 22.2. Number one, invest a lot of time in your warm-up. You want to make sure that both hip flexor and lower back are properly activated and mobilized. We'd say you're going to also play around with the new burpee standard for about 10 to 15 minutes, because nowadays you also can jump with one foot. This is a change to the past years where you always had to jump with both feet. Number two, make sure that you're able to jump in both directions during the burpee, because if you always jump with one foot to one side, it's going to tax that side as well, and it's going to be costly towards the end. Number three, pacing again. Compared to 22.1, the only thing that changes here is the time domain. It's a little bit shorter with a 10-minute time cap. Nevertheless, you need to pace yourself from the very beginning. Especially on the burpees, you want to go slower than you think, and if you need to break up these deadlift sets, then do it as well from the beginning. We wish you best of luck, give a good effort, and have fun.